Mit Schokolade Kunstwerke zaubern. Darauf ist Anke Sietschlag gekommen. Sie hat den Kunstwettbewerb Schokolade trifft Kunst ins Leben gerufen. Und zwar habe ich dieses schöne Berlin-Souvenir-Label Berlin Chocolate Wall ins Leben gerufen. Die Mauer, die man vernaschen kann. Und meine Ambitionen dazu war einfach, dass so viele Leute die Mauer noch in ihren Köpfen hatten. Und ich habe gesagt, wenn wir sie zum Vernaschen machen, dann gehen sie vielleicht schneller raus, die Mauer aus unseren Köpfen. Später kam dann dieser tolle Slogan, die Süße der Freiheit hinzu. Finde ich auch sehr passend und einfach eine rundum gelungene Geschichte. Ich kann euch ja mal die Berlin Chocolate Wall zeigen. So sieht sie aus. Ich habe sie 2012 kreiert. Ende 2012 an den Markt gebracht und auf sehr viel Begeisterung gestoßen, habe es aber ein bisschen unterschätzt, dass man doch ein wenig braucht, um in den Markt zu kommen. Und dadurch ist aus der ersten Schokoladenproduktion viel Schokolade übrig geblieben, um genau zu sein, 1,2 Tonnen. Bunte Schokoladesteinchen, und da habe ich irgendwie gedacht, was machen wir damit? Und da ich selber sehr kreativ bin, habe ich angefangen, Collagen draus zu legen. Das sieht man an unserer tollen Tasche. Die Berlin-Tasche mit dem gelegten Berlin oder jetzt eben das 1 plus 1 ist 25 Bild, zwei Länder wachsen zusammen. Und da habe ich mir gedacht, was ich kann, können andere noch viel besser und habe an einen diesen Kunstwettbewerb gedacht. Und aus diesem, ich denke darüber nach, ist am Ende ein richtiges Projekt entstanden, was wir jetzt in diesem Jahr umgesetzt haben, passend wirklich zum 25-jährigen Mauerfall. Schokolade trifft Kunst verbindet den Fall der einstigen innerdeutschen Grenze mit den beliebtesten Glücklichmachern der Welt. Auf 250 Quadratmetern kann man Emotionen und den hohen Erinnerungswert des Mauerfalls, die Verschmelzung von Ost und West, das großartigste Ereignis der deutschen Geschichte erleben. Naja, erstmal sind das über 50 verschiedene Kunstwerke von über 70 verschiedenen Künstlern. Das ist schon einzigartig, weil jedes Kunstwerk in sich anders ist. Und am Ende ist jedes Werk einzigartig. Ja? Und jedes Werk hat eine eigene Geschichte. Und auch die Künstler vermitteln mit diesen Werken ihre eigene Geschichte dazu, ihre eigenen Erlebnisse. Das ist erstmal schon sehr spannend, das hier auf diesen 160 Quadratmetern zu erleben. Das heißt, jeder kann hier seine eigenen, mit schokoladigen Mauerständchen sein eigenes Kunstwerk machen, ob es auf der Leinwand ist, ob es eine Wall ist, die man mit schokoladigen Mauerständchen beklebt oder eben auch ein Handabdruck, ein Symbol. Hier bin ich und ich gehöre mit dazu. Ich bin Deutschland, wir sind vereint. Können die Kinder und auch die Erwachsenen eigentlich hier sich auch noch kreativ vor Ort betätigen, was eigentlich eine ganz schöne runde Geschichte ist. Gerade mal 100 Kilogramm Schokolade wurden bei dieser Kunstaktion verbraucht. Aber laut Anke Sietschlag war es nicht die letzte Aktion. Wer also selber etwas kreieren oder die Mauerstücke kosten möchte, sollte die Ausstellung Schokolade trifft Kunst einfach mal besuchen. Bis zum 16. November haben Sie dazu die Gelegenheit.